Gut. Also, seid ihr jetzt mal fertig, euch gegenseitig irgendwie die Eier zu rasieren, ihr kleinen Lutscher. Gut. Also, ein... Alter, ihr seid so behindert, wa? $1 pro YouTube-Kanal, wenn ihr... Dann kann man dann halt auf alle Videos zugreifen. Pro Monat. So, machen wir das? Nein, natürlich nicht. Einerseits geht das noch gar nicht in den USA. Andererseits wäre das aus vielen unterschiedlichen Gründen keine gute Idee. Weil man würde beispielsweise all die Leute ausschließen, die gar nicht zahlen können. Damit geht es schon los. Das wäre ja schon riesig viel. Man würde generell unwahrscheinlich viele Zuschauer verlieren. Und das ist natürlich nicht so wirklich der Plan. Von daher, nee, davon halten wir uns erstmal fern. Keine Sorge. Und ich denke mal, das ist übrigens, also ich habe noch von niemandem irgendwie gehört, der gesagt hat, ja, sobald ich hier Bezahlkanal werden kann, dann mache ich das. Nee, also da ist die Meinung bisher noch relativ gleichbleibend. Ja, Luis, das haben wir verstanden. Soll das witzig sein, du kleine Muche? Ja, mit euren Choppers, ey. Mein absolutes Spezialgebiet, ey. Wehe, der fällt jetzt wieder irgendwo runter, irgendwo rein oder was weiß ich. Steigen wir mal in den Maverick. Immerhin kann der nicht schießen, das heißt, ich muss da schon mal nicht drauf aufpassen. Und, was auch ganz wichtig ist, ich kann... Ich weiß jetzt auch wieder, dass man mit dem Mauspad fliegen soll. So hoch wie möglich Star Junction. Ah, da. Ja, ist ja easy. Ashley office is in Meet TV building. You not going to get in from ground, so you come in from above. Oh, Mission Impossible here, oder was? Great. He's not so tough. I would do, but there is chance Ashley's people come from my family back in old place. And you ain't worried about my family? No. Tell me why we can't just land on the building. You think they would not notice chopper landing on building? You must go in silent. Perfect. When you get in building, I will give instructions through headset. You kill Ashley, send message and leave building. I pick you up on ground. Sounds real tough for you, tough guy. Oh, noch höher. Scheiß die Wand an. Wir fliegen hier jetzt aber richtig krass hoch. Gefällt mir gut. We nearly here. When you go, I will take controls. Achso, Moment, ich soll jetzt von hier rausspringen, oder was? Wo muss ich denn überhaupt hinspringen? Darf mir das jemand sagen? Fuck this. Wahrscheinlich. Ah, ich seh's sogar schon. Say hello to Ashley for me. Wish you to be here, asshole. Ich hoffe, dass ich das sehe. Ich hoffe, ich muss da auf dem Helipad da unten landen. Weil wenn nicht, dann mache ich hier gerade, glaube ich, einen Riesenfehler. Aber da ist doch, da sehe ich doch sowas wie eine rote Markierung, oder? Nee, das ist das. Das ist das definitiv. Das machen wir. Guck mal, wie schön die hier auch die Gebäude designt haben. Dieses Zackige da im Hintergrund. Ah. Richtig Mühe gegeben, die von Rockstar. Und... Bam. Oh oh. Not good. Not very good. There is someone on roof. Find out what is up. This shit die now. Ich denke nicht, Kollege. Oh, das sind aber ganz schön viele. Boah, jetzt haben wir nicht der... Oh, das ist aber... Das ist aber nicht nett. Leute, was soll denn das? Okay, von wo kommen die? Aus der Tür vielleicht? Was haben wir hier? Oh, das ist gut. Oh ne, ich bin voll. Oder nicht? Hat sich da gerade was verändert? Ich habe nichts gesehen. How you doing there? Having fun, bro. Just come join me. Let's get this done. It ain't me going down.
Oh! Da war ja noch jemand! Die Leute! Wollt ihr mich fertig machen? You still alive? No thanks to you, motherfucker! Da kann ich nicht durch. Oh! Oh, was haben wir denn da hinten für einen Kollegen? Ciao! You're missing out on all the fun here, Timmer! Glad you enjoy yourself. I knew you had it in you. Aber dahinter sind glaube ich noch so ein paar Spezies. Boah, was ein Monsterradio, ey. So, das kriegt man wahrscheinlich beim Militär. Er geht immer, auch wenn er drauf schießt. Why the fuck did I get involved with you? I hear that. You straight joking. Oh, vor dem habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Tür ist safe, außer wakey, die... Wakey, where are you at? I'm still in here, cutting through these assholes. I thought you went undone. Kann ich da durchgucken? Mehr oder weniger. He's here for us, Vivi! Boah, geh ich hier vorsichtig und tak... What? What? Achso, LOL! Jetzt geht's... Boah, da konnte man durchschießen, ey. Da haben sie mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Oh, da ist noch einer. Als wenn ich mir das jetzt hier noch groß angehört habe. Das war ein kleines Latino-Mädchen. Sie sah aus wie ihr alt aus wie ihr Alter. Am Arsch, Junge. Ah, habt ihr gerade die geile Werbung im Hintergrund gesehen? Das ist ganz ehrlich sagen, die war cool. Oh! Soll ich aus dem Fenster hier springen? Will mich verarschen? Egal, ich mach's. Wieso muss ich denn jetzt hier auf so einem Truck... Oh, auf dem, aus dem, auf dem Truck auch noch. Oh! Oh! Nicht gegen die Ampel. Nein! Oh, okay. Ich dachte, jetzt fähle ich hier noch die Mission deswegen. Boah! Ich bin abgefuckter Motherfucker, oder was? Das war eine coole Mission. Muss ich ganz ehrlich sagen. Konnte einiges. Mr. A will be pleased, Ashley no more around. Yeah, great. Then I'm not his fucking hitman, okay? That's not why I'm hanging with him. I am sorry, Mr. Hospitality Man. You do what Mr. A says. That's it. I see you soon. Stick your guitar up your fucking ass. Das war aber nicht. Das war nicht sehr nett von dir, Luis. Was soll denn das? Aber schön, dass der irgendwie von einem Heli in den verkackten Truck gekommen ist. Ich bin zu langsam gewesen, offenbar. Deutlich. Und ich bin nicht genau genug gewesen. Ja, und ich bin natürlich nicht auf dem Truck gelandet. Ja, das tut mir natürlich leid. Wir machen weiter. What the fuck? Ach, guck mal, ich kann hier irgendwie... wir machen weiter mit Mr. B. Offenbar. Tony lässt sich... bleibt ein bisschen außen vor. Ich frage mich, ob jetzt hier die Leute, ob die jetzt wirklich da sind oder nicht. Lass uns doch mal kurz ein Auto kapern. So, dieses Weiße sieht doch schick aus. Nein. Das nehmen wir nicht. Fuck you all, you little asses. Boah, wieso ist denn hier nichts Angenehmes dabei? Das ist doch kacke. Zieht euch das doch mal rein, ey.
riecht mich hammermäßig auf. Oh, Yusuf. Yusuf! Yusuf! Hey, Luis! My man! How's things, bro? Yeah, not that great. My father here is a very passionate and angry and very disrespectful man. But listen, can you come and meet me at the construction site? I have something to discuss. Yeah, okay, man. I'll try to come by. Sorry. Ist klar, Yusuf, my man. Nehmen wir doch mal den Weißen hier vorne. Der sieht doch ganz erträglich aus. Ich würde sagen, scheiß auf die weißen Männchen. Wobei, liegt quasi auf dem Weg, wa? Lass doch mal kurz hier zur Frau fahren. Und mich würde mal interessieren, ob die jetzt da ist oder nicht. Oh, was hören wir denn hier? Oh, machen mich sofort jetzt die Polizisten? Nein, die haben es nicht gemerkt. Ausgezeichnet. Die Kurvenlage des Wagens ist erträglich. Mir geht's. Aua. Oh! Das war gewollt. Ein selbstverständlich geplanter Crash. Ja, ich frag mich, wer den verstehen wird. Da muss man schon ein paar Jährchen älter sein und vor allen Dingen immer die Gamester gewesen haben. Oh! Oh! Ach ja, genau, wir fahren zu Frauen. Zur weißen Frau. Mal gucken, ob die weiße Frau vor Ort ist. Wobei, wir hatten das doch letztes Mal auch, oder? Da war so ein weißes Mannequin. Und die war doch auch da. Das war doch die total anhängliche, verrückte Crazy Lady. Dann fahren wir hier mal. Oh, alles gut. Aua. Nee, war cool. Hallo Freunde, macht euch hier keine Sorgen. Guck mal, jetzt ist die auch nämlich auch blau. Verwirrend. Helis fliegen. Flugzeug fliegt. So, hier ist keine Frau, hier ist keine Frau, hier ist keine Frau. Über mir oder was? Schauen wir doch mal. Ne, noch einen über mir? Schöne Blümchen haben sie hier. Das, ich war hier ja noch nie, ist ja krass. Ah, die. Hey, du bist auf der falschen Seite. Bist du dumm? Ach, das ist die. Oh Gott. Hey, Luis. Oh Jesus, Margo. Fancy seeing you here. Don't tell me you were just passing through. Yes. When you suddenly decided the view was better from there? I knew you'd come. How? I'm sorry, Luis. Hey, don't apologize. I love keeping people from killing themselves. It's a weird fetish of mine. No. I mean, I'm sorry we can't be together. You can't have me. I don't want you. Now, come on, get down from there. Must be easy for you. Thinking of me as being crazy, it must help. Yeah, it does, actually. Either that or I think I was. You're not crazy, Luis. You're empty. You don't care about anyone. You're a shell. You fuck people and then you ignore them. That's easy. It's a game, isn't it? No, listen, I'm sorry. I'm sorry, okay? Wait, I just don't want to marry you, okay? Maybe I am empty. Like you said, or maybe, like pretty much every man alive, I don't want to marry someone who's a complete psychopath. Okay, I don't care which it is. Just get over here, please. When I die, people will blame you. Yeah, either that or thank me. What? Nothing, nothing. Come on. Come on, get over here. If you love me, you'd save me. I don't love you. I've got a letter telling everyone that you pushed me. Come on, get over here. Save me. Oh, God. Pushed her, I saw it. Am Arsch. Oh, oh. I think I just saw murder. Oh, oh. Wo ist mein Auto eigentlich? Hm, vielleicht sollte ich hier nicht runterspringen, merke ich gerade. Vielleicht sollte ich die Treppe nehmen. Habt ihr damit gerechnet, Leute? Bitches. Oh, hier geht's gar nicht weiter runter. Fies. Wo ihr seid solche Penner, ey? Boah, ist das eine blöde Kuh. Wieso bin ich zu der gefahren überhaupt? What was I thinking? Man. Lass mich in Ruhe. Ihr könnt nicht mal zielen, ihr Dummen. Boah. Das wird witzig.